denn hier los? Packen! Abhauen! Aha. Clausewitz ist ausgegeben. Alle Ministerien und alle Wehrmachtsführungsämter rücken ab aus Berlin. Und wer organisiert die Verpflegung der Bevölkerung? Und der Soldaten, wenn alle weg sind? Fragen Sie mich ein leichteres, Professor. Aber das ist doch Wahnsinn! Herr Professor, ich kann nicht zulassen, dass meine Verwaltung evakuiert wird. So, so, Sie können das nicht zulassen. Die Lebensmittelversorgung von Berlin wird zusammenbrechen. Ein guter Soldat findet immer seine Verpflegung. Ja, und wenn in der Stadt gekämpft wird, wem nimmt der Soldat die Verpflegung dann weg? Doch wohl der Zivilbevölkerung. Ich werde das nicht verantworten. Das ist ein Führerbefehl. Als Amtschef bin ich der SS und Himmler unterstellt. Aber als Arzt bin ich Angehöriger der Wehrmacht. Und die marschiert noch nicht ab. Ich bitte, dies zu beachten. Der Professor kann in Berlin bleiben. Die entsprechenden Vollmachten sind sofort auszustellen. Aufsetzen! Immer rein, gute Stube! Komm, wir trinken erst mal was. Außer trinken kann man ja nicht mehr viel tun. Nehmen Sie doch bitte Platz. So, Stube. Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Dürfen wir uns setzen? Wir fühlen uns geehrt, Fräulein Bo. Frau. Sie können ruhig Frau Hitler zu mir sagen. Das hat schon seine Richtigkeit. Schade, wir können jetzt gar nicht mehr nach draußen. Nur wenn Sie den hellen Tod sterben wollen. Jetzt reiß dich mal zusammen, ja? Zu viel! Zusammenreißen! Hi, Hitler! Schwimmerführung, machen Sie denn hier? Ich soll Meldung machen beim Führer. Das geht jetzt nicht, setz dich mal her. Insetzen, austrinken. Darf ich Ihnen Frau Hitler vorstellen? So jung und schon so hoch dekoriert. Sie können stolz auf sich sein. Ich muss mich kurz entfernen. Ich bin das Trinken offensichtlich nicht mehr gewöhnt. Sie können ruhig die Toilette bei uns benutzen. Hier geht's ruhig. Dann seite als Arzt war Angehöriger der Wehrmacht. Und als dann dieses Amt, dieses Ernährungsamt geschlossen wurde oder evakuiert wurde, hat er darauf bestanden, in Berlin zu bleiben. Also er hätte ja die Möglichkeit gehabt, einfach abzuhauen, war ja eigentlich nahezu dazu aufgefordert. Mein Vater war in dieser Zeit auch Arzt, also hat zwar nicht ein ähnliches Schicksal gehabt, aber kam auch, also hat auch als Sanitätsarzt den ganzen Krieg gearbeitet, kam dann auch in russische Gefangenschaft, genau wie der Schenk, war auch ein Spätheimkehrer. Das ist die eine Seite der Familie gewesen. Die andere Seite der Familie ist meine Mutter, die, also deren Mutter und ganze mütterliche Seite jüdisch war. Und da sind die meisten, also bis auf meine Großmutter und zwei Cousinen, die sind alle umgebracht worden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!